Hallo zusammen. Heute wollte ich euch mal eines meiner persönlichen Sammlungshighlights vorstellen, meine Revox B77 MK2. Gebaut wurde sie von 1982 bis 1998 offiziell, in einigen speziellen Anfertigungen wohl auch noch ein wenig länger. Und in meiner Variante hier mal eine sehr normale. Normale Geschwindigkeit kann also entweder mit 9,5 cm oder mit 19 cm die Sekunde laufen. Das ist eine Vierspur-Variante. Ich kann also die Bänder am Ende auch nochmal drehen und habe somit bei einer 1100 Meter Spule hier auch mal locker 6 Stunden Spielzeit. Und für mich und meine Ansprüche und Bedürfnisse eigentlich, denke ich mal, die optimale Variante. Dem einen oder anderen, der die B77 schon ein wenig angesehen hat, dem fällt vielleicht schon auf, dass sie eine kleine Veränderung hat. Sie hat sogar zwei bzw. drei, auf die ich gleich mal ein bisschen näher eingehe, die ich euch noch zeige, weil ich nicht alles so optimal fand an dem Gerät, wie es original vom Hersteller so kommt. Das erste ist nicht so offensichtlich. Ich habe zwar, als ich sie bekommen habe, die Staubschutzhaube mitbekommen. Was aber fehlte, war der Rahmen dazu. Die Staubschutzhaube selber ist ziemlich massiv und dick. Das ist alles super. Aber der originale Rahmen, den man dahinter steckt, der war wohl zerbrochen. Und das liest man auch immer wieder. Das Original war da wohl wirklich ein bisschen anfällig. Ich habe mal auf eBay einen Rahmen bekommen, der deutlich robuster ist, aus deutlich dickerem Kunststoff, der auch noch abgewinkelt ist nach hinten und sicherlich nicht mehr so schnell bricht. Halte ich für eine tolle Sache, kann ich jedem nur empfehlen. Nicht ganz günstig, aber wirklich richtig, richtig gut. Bei meiner B77 haben wir hier mal eine Maschine, die mit normaler Bandgeschwindigkeit läuft, entweder mit 9,5 cm oder 19 cm in der Sekunde. Das ist eine Vierspurmaschine, wo ich also das Band auch noch wenden kann und ich somit auf 6 Stunden Spielzeit komme mit einem 1100 Meter Band. Hier ist es eine MK2 Version. Die unterscheiden sich von der MK1 zum einen mal darin, dass sie eine variable Geschwindigkeitssteuerung hat, wo man nochmal um 10% plus minus die Geschwindigkeit anpassen kann. Das andere ist, dass sie im Cutter-Modus die Ass-Abschirmblech abgeklappt lässt. Man so also auch mal direkt punktgenau was markieren kann für diejenigen, die noch wirklich schneiden wollen. Für mich weniger relevant. Aber ja, das sind so die beiden optisch auffälligen Unterschiede an der Maschine. Ansonsten soll wohl die MK2-Version auch noch diesen Anlaufkick aufgrund der Spulengröße angepasst haben. Für mich sowieso immer eines der absoluten Highlights dieser Revox-Serie, diese unglaublich massiven, genialen Kippschalter, die ich einfach liebe. Und in diesem Fall Power-Schalter ist klar. Monitorschalter. Ich habe also wie bei einem Kassettendeck auch hier Hinterbandkontrolle, kann mir sofort während der Aufnahme anhören, was aufs Band gekommen ist. Meine Maschine ist hier übrigens eingemessen auf LPR 35 Band, das es aktuell von Recording by Masters neu produziert immer noch gibt. Es ist nicht ganz günstig, aber es ist wirklich neu und es macht unheimlich Spaß mit dieser Maschine auf Band aufzunehmen. Die klingt richtig gut. Das Rauschverhalten ist immer noch wirklich gut erträglich und auch wenn sie hier kein Dolby hat, es gibt die ein oder andere Version, die wohl wahrhaftig sogar ein DBX an Bord hat. Das gibt es bei mir nicht. Ich habe einen externen DBX-Baustein, das habe ich mal probiert, funktioniert hervorragend, aber für mich in der Praxis echt nicht notwendig. Ich komme mit diesem Grundrauschen wirklich gut klar, mich stört es nicht. Diesen Kippschaltern kann ich den linken oder rechten Kanal zur Aufnahme auswählen oder hinzuschalten, für jeden Kanal einzeln die Quelle auswählen und auch kanalgetrennt natürlich aussteuern. Ich habe auch für jeden Kanal Mikrofonanschluss, übrigens zwei Kopfhöreranschlüsse, was ich eigentlich auch mal sehr nett finde, für jemanden, der noch gleich mithören will, wenn ich verschneide. Gar nicht so schlecht. Laufwerksfunktion, wie bei einem Kassettendeck auch. Es ist halt alles, wenn man was schaltet hier. Ja, es ist eine Maschine. Ich kann bei der B77 im Gegensatz zur A77, wenn sie nicht umgebaut ist, beliebig schalten, machen und tun. Hier passiert rein von der ganzen Steuerung her logisch nichts. Sie bremst, sie schaltet, hier verwickelt sich kein Band. Das funktioniert alles ganz hervorragend.
Hier kommen wir mal zu einem kleinen Punkt, den meine B77 hat, weil ich es umgebaut habe. Die Pausefunktion. Die funktioniert jetzt hier mal wirklich wie bei einem Kassettendeck. Original ist das nicht so. Wenn sie vom Werk aus kommt, macht sie wirklich nur Pause, solange wie ich die Taste gedrückt halte. Etwas, was mich unfassbar gestört hat, weil ich das einfach zur Aufnahme von Mixbändern oder sowas überhaupt nicht gebrauchen konnte. Da hat man vielleicht schon den Grundgedanken bei der Fernbedienung gehabt. Da ist nämlich die Pause-Taste rastbar. Macht schon etwas mehr Sinn, aber wer will schon immer mit der Kabelfernbedienung hantieren, zumal ich das Ganze mit einer Infrarot-Fernbedienung ausgerüstet habe. Revox Infrarot-Adapter und die Revox Fernbedienung. Da bringt mir das da mal wieder nichts. Also, da gibt es eine kleine Nachrüstplatine von Pivox. Kostenpunkt, ich meine so um die 50 Euro, war also nicht so wild, die man einfach hinten im Gehäuse Deckel auf einen Stecker abziehen, die kleine Platine dazwischen stecken, Stecker wieder drauf und schon verhält sich diese Pausefunktion ganz normal, wie man das von jedem anderen Gerät auch kennt. Kleine Umrüstarbeit, die ich für unglaublich sinnvoll halte bei der Maschine und sehr schätze. Das andere, was vielen sicherlich sofort auffällt, ist, wir haben ja mal ein digitales Zählwerk. Jetzt bin ich auch nicht derjenige, der die Maschinen gerne so umbaut, dass ich irgendwas nicht spurlos wieder wegkriege. Ich möchte den Originalzustand auch gerne behalten. Und hier gab es über die Revox-Gruppe, in der ich bin, mal einen Hinweis, dass jemand da etwas entwickelt hat. Und über Heroams konnte man das bestellen. Ein digitales Zählwerk, wo nichts für kaputt gemacht werden muss. Wo man einfach das alte Zählwerk ausbaut, das neue reinschraubt. Es wird genauso mit einem Riemen angetrieben. Der Stromanschluss kommt von der Beleuchtungseinheit. Auch hier muss man nichts löten, einfach nur schrauben und stecken. Und jetzt habe ich ein Echtzeitzählwerk, was ich auch noch auf normale Laufwerksfunktion umschalten könnte, das sogar bei ausgeschalteter Maschine den Zählerstand speichert und erstaunlich präzise läuft, obwohl es über einen Riemen angetrieben wird. Lässt sich sogar programmieren, wenn man besonders dünnes Band, Langspielband verwendet, weil sich ja eigentlich die Eigenschaften der Drehgeschwindigkeiten der Teller dadurch ein klein wenig ändern. Und in meinem Fall habe ich versucht, das Rot zu treffen der anderen Revox-Anzeigen. Original ist die Weiß. Ich habe das einfach mit entsprechender Tönungsfolie versehen und finde, ich habe den Farbton halbwegs ordentlich getroffen. Ein Feature, was ich mal echt liebe von meinem Nachrüsten her und was wirklich einfach war. Das originale Zählwerk ist natürlich noch vorhanden und das kann ich jederzeit einfach wieder reinschrauben und alles ist wieder so, wie es mal von Revox kam. Wie viele andere auch, habe ich meine Maschine noch mit Nappkelchen versehen, einfach weil ich das schön finde und weil ich es auch ganz praktisch finde, wenn man mal einfach ein bisschen manuell rangieren will, was drehen will. Original sehen diese Nappadapter so aus und sind natürlich genauso zu bedienen, zu öffnen und zu schließen. Man hat einfach nur nicht so diesen Alu-Look, diesen wertigen. Irgendwie wirkt es einfach deutlich primitiver. Ich mag Metall. Was ich meiner B77 noch gönnen werde, ist ein Metallgriff. Meine hat aktuell noch den aus Kunststoff. Die neigen aber wohl dazu zu brechen. Und da ich dann auch ein bisschen Sorge habe, dass sie mir irgendwann, wenn ich sie mal daran anfasse, doch nochmal zu Boden geht. Es gibt mittlerweile welche aus Metall, die werde ich nochmal austauschen. Werfen wir noch einen kleinen Blick hinter die Blende. Hier kann ich zum einen die Spulgröße einstellen, ob ich die großen 26,5 cm Spulen verwende oder die kleineren 18 oder was auch immer ich vielleicht irgendwo noch so finde an besonderen Größen. Das andere ist als Merkmal, was ich vorhin schon angesprochen hatte, diese MK2-Version hat eine variable Geschwindigkeitsregelung, die kann ich hier an- und ausschalten und die Geschwindigkeit regeln. Und ich habe den Cutterbetrieb, wenn ich Band wirklich schneiden möchte, indem ich selber sozusagen die Motorführung abschalte, manuell drehen, eine bestimmte Stellung für erfahren kann, das auch noch mithören kann. Und ich habe auch hier noch eine kleine Schnittvorrichtung, das halte ich allerdings, zumindest wenn sie senkrecht steht, für ziemlich unpraktikabel und ich habe mir mal eine Schnittschiene besorgt. Die Blende vor den Köpfen hier lässt sich noch abnehmen, ist einfach nur drauf gesteckt.
Und dann wird die mal abnehmen, lege ich das so ein bisschen mal den Blick frei auf die Köpfe und alles das, was wir vielleicht mal ein wenig warten und reinigen wollen. Andruckrolle lässt sich hier sehr einfach tauschen. Meine hat eine erstaunlich gute und ich denke mal originale. Es gibt da leider sehr viel Mist, die sehr schnell rissig werden, Luftblasen haben und sowas auf dem Ersatzteilmarkt. Da muss man wirklich mal ein bisschen genauer hinschauen. Wechseln lässt sie sich zum Glück mit nur einer einzigen Schraube. Das ist mal total simpel und einfach. Wir spulen das Band mal ganz zurück, weil viele von meinen Bekannten immer sagen, so dieses Hantieren mit Tonbändern ist mir nicht so ganz geheuer. Es ist Einfädeln mit dem filigranen Band, wie auch immer. Ich bin dazu übergegangen, bei meinen Tonbändern an den Anfang Vorlaufband zu kleben, damit man also nicht wirklich mit dem Magnetband gleich in Berührung kommt, wenn man irgendwas macht. Und ich finde, das Einfädeln ist jetzt wirklich auch kein Hexenwerk. Wie man hier sieht, ich habe klares Vorlaufband hier mal genommen. Warum klares? Hat in diesem Fall nicht ganz funktioniert, weil das vielleicht ein Tacken zu kurz war. Die B77 hat eine Lichtschranke, die eigentlich erkennt, wenn Vorlaufband, transparentes zumindest, kommt und stoppt automatisch. Was am Bandende auch dazu führt, dass sie zum Beispiel das Band nicht bis zum Abfallen abspielen würde, sondern schon vorher stehen bleibt. Falls ich es so umspulen möchte, muss ich es also nicht neu einfädeln. Und hier wird es einfach nur um die Achse gelegt. Wenn sie im Stoppmodus ist, wird das Abschirmblech vom Kopf runtergeklappt. Lege das hinter der Andruckrolle ein. Habe eigentlich in fast allen Spulen immer die Möglichkeit, mal so durchzugreifen. Halte das ein klein wenig fest, wickel das mal ein klein wenig mit auf, bis so die ersten Wicklungen mal stramm über dem Band sind. So, und man sieht schon, ich kann jetzt hier an meinem Nappkelch drehen, die andere Spule dreht sich mit. Wenn ich spule, wird sie jetzt erst noch mal kurz stocken, wenn ich das loslasse. Daran sieht man, dass die Lichtschranke funktioniert, weil ich immer noch auf dem klaren, transparenten Vorlaufband bin. Ich muss die Taste da mal festhalten, bis sie über das klare Band weg ist. Dann läuft sie auch durchweg und sput. Habe ich mein Band eingelegt, das steht genau zu Beginn des Magnetbandes, kann ich wie bei jedem Tape Deck hier auch mein Zählwerk auf 0 setzen, indem ich es kurz drücke. Das lässt sich übrigens sogar noch in der Helligkeit anpassen. Und meine Maschine ist betriebsbereit. Versetzen wir meine B77 mal in die Aufnahmebereitschaft. Nehmen wir mal Aufnahme und Play. Gleichzeitig Pause noch drücken. Mit dem Source-Schalter schalte ich mal auf mein Quellsignal und wähle beide Kanäle zur Aufnahme aus. Ich möchte in Stereo aufnehmen, ich möchte von Line aufnehmen, habe ich auf beiden Kanälen ausgewählt. Und ich kann jetzt, wie an jedem Kassettendeck auch, aussteuern. Jeden Kanal für sich. Es fällt vielleicht auf, diese VO-Meter haben unten drunter noch rote LEDs, die aufblitzen, wenn ich das Signal wirklich übersteuere. Die sind ein bisschen flotter als die VUs und dienen einfach ja, der präzisen Aussteuerung und für mich als direkte Rückmeldung, wenn da was nicht stimmt und ich mal genauer hingucken sollte. Und für die Interessierten hier noch ein paar technische Daten im Textdurchlauf. Das soll es mal ja, als kleiner technischer Überblick zu meiner B77 MK2 gewesen sein. Ich habe für euch noch eine kleine Fotostrecke zusammengestellt. Ich bin jetzt ja nicht so der Schrauber. Ich mache ein paar Kleinigkeiten selbst, die wirklich einfach sind. Aber sobald ich einen Lötkolben brauche, wenn es nicht wirklich gut zugängliche Stellen sind, dann lasse ich davon lieber die Finger und gebe sowas dann eher weg. Nichtsdestotrotz ist das eine Maschine, für die es noch sehr viele Ersatzteile gibt, die ja auch noch relativ häufig zu finden ist und für mich aus meiner Sicht auch wirklich
einfach noch vom Preis-Leistungs-Verhältnis eine der Maschinen ist, die unheimlich gut zu gebrauchen ist. Es gibt sicherlich bessere, technisch aufwendigere. Klanglich ist die aber grandios gut und es macht richtig Spaß, damit Musik zu hören, Musik aufzunehmen, sie zu benutzen. Alles wirkt einfach so richtig hochwertig und solide, dass einfach das Anfassen schon Spaß macht. Ich mag genau sowas und ich finde das unheimlich klasse, wenn alles wirklich aus Metall ist. Und deswegen habe ich übrigens auch keine Kunststoffspulen, sondern alles Aluspulen, weil genau das für mich eben Spaß macht und mir ein tolles, gutes Gefühl gibt. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut auch in meine anderen Videos mal rein. Und ja, wie immer, habt Spaß. Ja, zum Schluss noch eine kleine Bitte. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch mal auf Like oder abonniert sogar meinen Kanal, das wäre richtig klasse. Schaut euch meine anderen Videos an, guckt mal bei Facebook vorbei und sucht nach der Gruppe Tape Deck Liebhaber. Folgt mir oder auch der Gruppe auf Instagram, die Links findet ihr unten auf meiner Seite in der Infobeschreibung meines Kanals. Ich fände es klasse, wenn ich euch öfter wiedersehe, beziehungsweise ihr mich. In diesem Sinne, macht's gut.